Warum bilden wir aus? Ganz einfach, weil die Zukunft des Handels, des Verkaufs nur gesichert ist, wenn wir qualitätsbewusst ausbilden. Nur so kann man sicherstellen, dass wir auch in Zukunft sehr gute Mitarbeiter in unseren Edeka-Märkten im Lebensmittelhandel haben. Wir haben Verkäufer, das sind 2 Jahre. Wir haben Kaufmann, das sind 3 Jahre. Kaufmann integriert mit Handelsfachwirt oder, was Edeka exklusiv ist, frische Spezialist. Da hat man im Prinzip in der 3-jährigen Ausbildung 2 IHK-Abschlüsse. Einmal Kaufmann im Einzelhandel und einmal frische Spezialist. Ich habe mich beworben. Ich habe schneller eine Antwort bekommen, als ich erwartet habe für ein Bewerbungsgespräch. Und habe dann auch in dem Bewerbungsgespräch auch direkt das Angebot bekommen, ich könnte ja mal ein Praktikum machen. Dann habe ich hier auch ausgeholfen mit 16. Und dann habe ich halt einfach gemerkt, mir macht es Spaß, den Kunden zu helfen. Erstmal komme ich an, erstmal gut gelaunt. Dann fange ich erstmal mein Regal an. Also ich lächle den Kunden an, ich grüße ihn und wenn er es auf dem Boden liegt, dann hebe ich es auf. Unsere Auszubildende arbeitet hier drin im Haus das Einräumen und Verräumen von Ware, die Preisauszeichnung, das Führen von Beratungsgespräche, Bedarfsermittlungen, was sich der Kunde wünscht, welche Ansprüche er hat und natürlich auch die frische Kontrolle der Waren. Ganz vorne ist eben die Obstabteilung. Klar, da muss jeder rein. Das ist das Hauptaugenmerk, sage ich jetzt mal, auch bei uns, weil das mal das ist, was die Leute abholen. Die kommen in den Markt rein, sind das frische Obst und das frische Gemüse. Und in die Abteilung muss einfach jeder Zubi. Und das rate ich auch jedem, dass da reinkommt. Also wenn jemand sagt, oh, er möchte damit nichts zu tun haben, ich würde ihm sagen, nee, mach das. Und danach im Mopo-Abteilung, sprich Molkereiprodukte, da müssen die meisten rein. Dann haben wir noch den Schwerpunkt bei den Spezialisten, das sind frische Spezialisten. Die sind hauptsächlich hinten in der Theke, sprich Fisch, Käse, Wurst und Fleisch. Das sind dann eher die, die handwerklich ein bisschen was machen möchten. Und klar, im Markt, das ist der größte Teil von der Fläche und da muss jeder ran. Also egal, ob er bei uns ein Azubi ist, Angestellter, selbst die Kassiererin, Marktleitung, Qualitätsmanager, die müssen alle in den Markt, sobald Ware kommt. Wo wir Supercup gewonnen haben, das war auch sowas, da waren alle mitgefiebert. Da sind wir sehr stolz drauf. Das Einzige, was mich daran nervt, ist, ich war bei der Feier, war ich nicht dabei. Der eine interessiert sich für Obst, der nächste für Käse. Und da sind wir natürlich daran interessiert, die Mitarbeiter da auch zu fördern und schicke die dann auch auf spezielle, qualitätsvolle Seminare. Juniorenaufstiegsprogramm gibt es, Fachkrafthandel gibt es. Du hast im Einzelhandel eine gute Chance aufzusteigen, weil du kannst mit Verkäufer anfangen mit 2 Jahren. Dann kannst du noch mal hier Kaufmann im Einzelhandel dranhängen. Oder dann den Fachmann, je nachdem noch. Man kann sich bei der Edeka bis zur Selbstständigkeit hocharbeiten sozusagen. Da geht dann die Staffelung in eure Aufstiegsprogramm, Führungskraft im Handel. Und dann gibt es Unternehmenskompetenzprogramm gibt es noch. Die Basis von jeder Ausbildung, egal was es ist, ist erstmal der Wille, das erlernen zu wollen. Und dann bin ich davon überzeugt, dass es auch, wenn vielleicht nicht alles gleich einem liegt, dass man alles erlernen kann. Also das ist das ganz Große. Frau Oster steht immer auf unserer Seite von den Azubis. Wenn wir mal einen Fehler machen, sind wir Azubis und das ist kein Problem. Mir ist auch schon ein Fisch aus der Hand rückgeflossen. Plötzlich liegt er auf der Boden. Voilà. Ich bin mal ausgerutscht und hingeflogen. Aber da habe ich mitgelacht. Mir ist mal die Hose gerissen. Das ist vielleicht ziemlich peinlich. Beifall gibt es im seltensten Fall für sowas. Aber sowas passiert, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und wenn jemand mal einen Fehler macht und so ein Spiel das richtig macht, dann ist es auch in Ordnung. Also wir sind ja auch selbst immer mit im Markt. Jeden Tag aufs Neue und wir sind immer dabei, uns kann man immer fragen, ist immer jemand von der Familie vor Ort, auch im Markt, den man ansprechen kann. Ich bin hier hingekommen, habe gedacht, wow, der Chef arbeitet selber hier in diesem Unternehmen mit, er macht sein Regal, er zieht sein Regal vor, er macht Bestellung, er hebt mal einen Krümel auf dem Boden auf, sowas habe ich nicht gekannt. Und hat man doch so einen Hauch von Gefühl von Tante Emma Laden auf einer größeren Fläche verteilt. Wie gesagt, ich meine, mein Hobby. Also das ist, ich bin froh, wenn ich auf der Arbeit bin. Ich habe hier angefangen und ich bleibe auch hier. Sobald man Edeka Oster im Lebenslauf stehen hat, hat man ziemlich gute Chancen. Ja. Bis jetzt haben wir schon viele Azubis erfolgreich zur Ausbildung gebracht bzw. zum Abschluss. Lebensmittel braucht man immer, gegessen wird immer. Und ich denke, es ist einfach ein Beruf mit Zukunft. Ja. Edeka wirbt immer mit. Wir sind eine Familie, aber ich denke, wir leben es eigentlich auch. Wir sind eigentlich alle ein Team und jeder arbeitet auch
abteilungsübergreifend zusammen. Also jeder hilft dem anderen. Also ich denke schon, dass wir da ein ganz gutes Betriebsklima haben. Beim Edeka Osa liegt ihr gut im Rennen. Beim Edeka Osa herrscht ein tolles Arbeitsklima. Beim Edeka Osa sind wir alle willkommen. Beim Edeka Osa können alle Azubis durchstarten. Da steht auf jeden Fall der Mensch im Mittelpunkt. Da wird Teamarbeit immer groß geschrieben. Beim Edeka Osa ist es einfach wunderbar zu arbeiten. Da geht die Arbeitszeit schnell um. Da lernt man viel. Bei Edeka Osa sind die beste Chefs. Bei Edeka Osa ist Spaß und Arbeit eins. Beim Edeka Osa sind wir stolz auf unsere Azubis.